Na? Wieso? Warte mal. Wieso ist das Spiel hier nicht drin? Ah! Siehst du, da ist es. Kaum beschwert man sich, schon ist es da. Ja, schönen guten Abend. Ich bin nochmal wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Oh, vielen Dank, Sleeping Pony. Sleeping Pony begrüßt gleich mal zurück im 18. Monat. Stufe 1 Sub. Hammer, krasser Support. Vielen lieben Dank, Sleeping Pony. Ey, 18 Monate. Es die Zeit verfliegt, ne? Vielen, vielen lieben Dank dafür. Hallo Larissa, hallo Linipu, hallo Hanna. Lässt hier Bits da. Ey, was geht, ihr schönen Menschen? Was geht, du auch schöner Mensch? Hallo Bettina, grüß dich. Hallo Greta, endlich wieder ein Peggy-Stream und dann auch noch das Spiel, das ich sehr gerne spiele. Ja, das freut mich. Wir haben heute auf Insta abgestimmt, ne? Genau, hallo auch an Sleeping Pony, an Janine, an Annika. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, im Ton passt alles, sonst mache ich die Musik noch ein bisschen leiser. Wir haben heute in Instagram abgestimmt, was ich mache, weil wir heute das erste Mal seit, boah, Leute, seit einer gefühlten Ewigkeit hier wieder streamen. Hallo Freya, grüß dich, na? Alles gut? Also es war jetzt lange, es war lange ruhig, lange ruhig. Ich bin ein bisschen braun geworden, also noch brauner, glaube ich. Aber vielleicht reden wir da am Donnerstag drüber. Und Greta gönnt auch erstmal direkt einen Prime-Sub, ne? Vielen lieben Dank. Auch schon 6 Monate. Ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt lange nicht gestreamt, ne? Also könnt ihr mal in eurer Prime-Kiste kruschen. Vielleicht hat der ein oder andere vergessen, ja, seinen Prime-Sub zu verlängern. Mir passiert das nämlich immer gerne mal. Greta ist das wohl auch gerade aufgefallen. Vielen lieben Dank für den Support. Wie cool, dass ich Wildlife Park 2 spiele. Ja, wie cool, dass du da bist. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und hier, Holly, ne, siehst du, kommt zunächst auch 6 Monate schon, halbes Jahr. Wollte nur schnell Hallo sagen und musste wieder gehen. Hab leider immer noch kein WLAN und nicht super Datenvolumen. Wieso hast du denn kein WLAN, Holly? Ey, soll ich da mal was regeln oder was? Soll ich mal meinen Arbeitgeber vorbeischicken bei dir oder was ist da los? Boah, kann ja nicht sein. Vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub, Holly. Das ist ja super, super kühl. Ach, du bist Hochwasserregion. Oh, scheiße. Ja, dann ist mein Arbeitgeber ja schon da und kümmert sich drum. Wir sind ja schon... Also, da wird ja krass ausgerückt jetzt und so. Wir bauen ja alles wieder auf, Infrastruktur und sowas. Können wir am Donnerstag mal drüber reden. Greta hat letzte Woche schon drüber schon verlängert. Ah ja, super cool. Ach, du hast es nur jetzt gerade eben gepostet. Mega geil. Ja, Holly, du dann... gut, dann schön... dass sonst alles okay ist, dann ist ja WLAN das Schlimmste, ne? Foxy, grüß dich, na? Ja. Ja, das war jetzt natürlich auch krass, ne? Da ist schon krass was runtergegangen mit den monsunartigen Regen, das war natürlich heftig. Wir waren ja letzte Woche auch, vorletzte Woche in Rust und da sind wir gerade so dran vorbeigekommen. Also... nicht so viel mitbekommen, aber ja, ihr wisst ja alle, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Die Bilder sind heftig, was da passiert ist. Hallo Laura, grüß dich, schönen guten Abend. Genau, ja, ich würde mal sagen, wir beginnen mal so langsam. Ich bin jetzt noch nicht sicher. Ich mach mal ein bisschen leiser. Warte. Also, es gibt ja von Wildlife Park 7 verschiedene Versionen. Wir haben ja Wildlife Park Profis unter uns, oder? Ich habe jetzt das normale Wildlife Park 2 gestartet. Ich könnte aber auch... Also, weil man kann nicht alle Packs gleichzeitig spielen, oder? Das geht bei Wildlife Park nicht, ne? Ich habe Wildlife Park 2, Crazy Zoo, Dino World, Fantasy, Farm World, Horses und Marine World. Aber die Sachen sind nicht automatisch drin, oder? Boah, guck mal, Fuxi auch schon 17 Monate Prime-Sub. Geile Sache. Vielen lieben Dank, Fuxi, auch an dich für den krassen Support. Ey, ihr seid schon wieder übelst krass unterwegs hier heute. Heute haben wir ja voll die Hype-Trains hier und so. Vielen lieben Dank. Ist wirklich super, super cool von euch. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Finde ich natürlich total toll. Ich denke mal, wir haben ja das Richtige gestartet. Ich weiß nicht, ob wir die anderen hätten starten sollen. Und nicht, dass wir dann irgendwelche Features nicht haben. Ich bin mir da nämlich nicht sicher, was wir da haben oder nicht haben. Ich kenne mich nämlich überhaupt nicht aus.
Wir haben ja mal ein Let's Play gemacht. Ich glaube, das war aber von Wildlife Park 1, glaube ich, oder? Warte mal, wenn ich da mal auf YouTube bei der Peggy gucke. Der Peggy, da ist er schon, den kenne ich. Wildlife. Wild. Alive. Schauen wir mal. Ja, das war Wildlife Park 1, haben wir gespielt. Genau. Krass. Krass, ja, das war krass. Sonst alles okay. Nur Wasser im Keller. Ja, wunderbar. Dann ist ja alles gut. Dann, bis dann, ne? Teil 1 hast du geschaut. Wie ist das denn mit Teil 2? Kennt sich da jemand aus von euch? Wisst ihr das? Oder starten wir einfach mal jetzt hier das Normale, oder? Und vertrödeln nicht so viel Zeit, oder? Oder soll ich eine andere Edition starten? Also, wir können ja auch mal das spielen und dann nochmal switchen oder so vielleicht, ne? Können wir gucken. Freies Spiel? Oder Story? Weiß ich jetzt auch nicht. Teil 2 ist voll anstrengend mit den Pflanzen. Ah. Kriegen wir alles hin? So schlimm kann das nicht sein, ne? Sind ja nur Pflanzen, quasi. Werden wir schon ein bisschen was anbauen hier in der ganzen Geschichte. Ja, das werden wir wohl hinbekommen. Ja, werden wir ja wohl hinbekommen, Leute. Gut. Ich gehe mal hier rein. Genau, warte mal, da sehe ich. Warte mal, ich mache mal das hier. Ja, genau, dann habe ich ein bisschen kleinen Kontrolli. Gut. Ich starte jetzt einfach mal hier. Die Musik kenne ich aus Wildlife Camp Afrika. Ist eh ein Ohrwurm. Ich finde Musik auch total genial. Hey Sandy, grüß dich. Na du? Schönen guten Abend. Du kennst den Wildlife Park 2 Abenteuer auf der Ranch. Abenteuer auf der Ranch. Farm World habe ich nur. Abenteuer auf der Ranch sagt mir gar nichts. Also das ist mir komplett neu. Oh, wir haben einen Level 1 Hype Train Emote erhalten. Ich teile das mal. So. Ach doch, Hanna? Ich verstehe es nicht. Tut, tut, Hype, tu. Was ist das? Ah. Hype Dough? Gut gemacht. Emotes werden an Supporter ausgeliefert. Geil, die Supporter kriegen wieder hier ordentlich Emotes rausgeballert. Das finde ich ja, das finde ich gut. Okay. Hanna, ich weiß es auch nicht. Tut, tut. Das ist halt, weil gerade irgendwie der Hype-Train durchs Bild fährt. Irgendwie so, ui, irgendwo fährt er. Okay. Freispiel, oder? Wir gucken uns das einfach mal an. Wir spielen einfach mal ein bisschen, ne? Wir kommen einfach ein bisschen rein. Hallo Emily, schönen guten Abend. Alle einsteigen, genau, alle einsteigen. Wo spielen wir denn? Australien, Indien, Schweden, Alaska, Alpen. Boah, Alpen, ne? Winterlich, Costa Rica, Grönland, Deutschland, klassisch in Kartoffelland oder was? Was gibt's denn da noch alles? Japan, Tansania, Dschungel, Gorongo-Krater, The Sahara, Rocky Mountains, Japan. Guck mal, good old Kartoffelland finde ich ganz gut, oder? Lass mal hier bleiben beim Europameister der Herzen, ne? Startkapital 1 Million, ja, pff, ohne Geldsorgen, Unsterblichkeit. Alles verfügbar machen, alle Tiere und Bauoptionen. Ich weiß da immer nicht, ob wir das alles so schon vorher mal frei haben wollen. Ich hätte schon das schon fast gesagt, oder? Und dann können wir ja trotzdem aber ums Geld so uns Gedanken machen vielleicht. Vielleicht können wir das. Ansonsten können wir nochmal neu anfangen. Wir haben heute Zeit. Ich hatte jetzt mal gesagt, wo ist mein Mobilfunktelefon? Ich hätte gesagt, also ich muss nachher irgendwann weg. Ich hätte gesagt, bis dahin streamen wir. Also das kann durchaus, ja, genau so 10:30, 11 oder irgendwie sowas, hätte ich gesagt. Machen wir, da haben wir ein bisschen Zeit jetzt. Da können wir einiges machen. Okay, ich starte jetzt einfach mal. Ich starte einfach mal, oder? Ich denke, ihr seid damit zufrieden. Wir haben eine gewisse Verzögerung, aber ich denke, das passt dann so. Ist ja total süß. Guckt euch mal dieses kleine Tigerbaby an. Wie süß das überhaupt ist. Übrigens, gehen mal spezielle Grüße noch raus an Annika, die hat auch Abenteuer auf der Ranch. Ah, das ist Powered by Wildlife Park 2. Ah, das ist so ein Extraspiel, glaube ich. Das hat, glaube ich, nichts mit Wildlife Park zu tun. Also es ist nur, ich
glaube, das ist kein Wildlife Park, sondern ein extra Spiel, ne? Kann sein. Grüße gehen auch raus an Larissa und an Greta, die natürlich heute schon fleißig auf die Insta-Story geantwortet haben. Da gibt es dann immer Bonuspunkte bei mir. Und die werden aufs Google-Konto sagen, wenn die gut aufs Punktekonto werden die gut geschrieben. Peggysberg, ja, Alex, grüß dich, schönen guten Abend. Peggy ist endlich wieder da. Ich freue mich, endlich können wir wieder spielen miteinander. Also jeder spielt so, also ich spiele und ich weiß nicht, ob ihr auch spielt, aber ich spiele auf jeden Fall. Ob wir Dönerstag, weiß nicht, ob Dönerstag ein bisschen quatschen wollen, hä? Was meint er? Hier ist Gras. Das ist unser Park. Okay, ja, okay, ich kann hart reinzoomen, ja, das ist schon mal ganz geil. Das liebe ich ja jetzt schon. Ah, wir können nicht so weit rauszoomen. Oh, das macht mich ein bisschen fertig. Du hast Wildlife Park zwar als Kind gesuchtet, okay. Dann kannst du uns ja assistieren hier. Also, wir haben hier so komische... Was ist das hier? Was ist das? Ah, das ist eine Quelle. Ja, okay. Wir haben hier so Quellen und wir haben hier so Genvorkommen. Da gehen wir mal hin. Muss ich die verkaufen? Ich hab gar keinen Plan, Alter. Ich weiß überhaupt nichts. Oh, guck mal, Janine hat auch ihr Prime-Abo wiedergefunden. Peggy ist wieder am Start. Vielen lieben Dank, schon seit 11 Monaten. Danke, danke, Janine, für den tollen Support. Vielen lieben Dank. Du supportest ja immer noch mal so ein bisschen special. Also wirklich, ey Leute, ne, ich muss mal wieder so eine Lanze brechen für euch. Ich finde das wirklich total cool, dass ihr da auch immer so unterstützen wollt und mir so ein bisschen, ne, was zurückgeben. Das finde ich immer total süß. Und wenn ihr das könnt und wenn ihr das wollt, finde ich das immer total toll, wenn ihr das macht. Ne, oder wenn ihr das könnt. Wollen tut's wahrscheinlich jeder. Dankeschön. Du hast vorhin noch ein Video geschnitten. Aha, jetzt gucke ich noch den Stream. Das ist brav. So, wie geht denn das jetzt hier? Ihr müsst mir mal ein bisschen helfen. Also, gibt es irgendwo einen Eingang? Also muss ich irgendwie so mich an eine Vorgabe halten, wo die Leute dann reinkommen? Oder wie läuft das? Hätte ich vielleicht denn doch Story spielen sollen, hä? Gucken wir mal. Personal- und Funktionseinrichtung, Besuchereinrichtung, Dekoration. So, was haben wir denn hier? So ein Eingang ist da jetzt noch nicht zu sehen. Picknicktisch, okay. Wir gucken mal hier. Personal, nee, das sind so Fischzüchtereien, nee, okay. Tiere, Böden, Pflanzen, Gehegeausstattung, Werkzeug fürs Terrain. Okay. Aber die müssen ja irgendwie in den Park reinkommen. Die müssen doch irgendwie da reinkommen. Also irgendwo müssen die ja reinkommen. Die Story ist super. Unten mittig. Hier kommen die rein. Woher weißt du? Oder das meinst du? Da brauche ich einen Eingang oder was? Ist da ein Parkeingang dabei? Eingangsgebäude. Aha. Was kostet der Spaß? 500k. Ja, boah, das ist doch total schmucki. Wo machen wir denn den Eingang? Auch hier unten? Ja, oder? Können wir schon machen. So. Ja, hallo Laura, grüß dich. Na du? Die kommen ja nicht rein. Ja, okay, okay. Okay, wir setzen das mal irgendwie hier so unten hin, oder? Damit man viel von der Karte hat. Ja, so hinten, unten mittig, hier zwischen die zwei Wälder, ne? So. Okay. Machen wir einfach mal dahin, oder? So formlos. Da sollen die Leute dann einfach rein. Die sollen sich nicht so haben. Die sollen hier einfach mal... Ja, da kommt schon der Erste, der so... hier ist ja gar nichts. Ja, wieso... Wieso kann ich denn das da auch nicht durchbauen? Warte mal. Hier. So. Ah, aha, okay. Ja, gut. Wir machen erstmal gerade. Wir machen jetzt erstmal gerade... Und dann machen wir hier... Ja, man kann keine schiefen Sachen bauen, ne? Okay. Das heißt, die kommen hier so rein, ne? Und dann regnet es erstmal richtig hart. Erstmal eine schöne Gerade, ist, glaube ich, gut. Und dann machen wir hier vielleicht... Machen wir so ein...
hier so ein Viereck und da sind die ganzen Buden und so drin, wo man sich so ein bisschen was zu beißen holen kann und so. Ihr wisst ja, ne? Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ab und zu muss man auch mal was essen und so, was trinken und dies, das, ne? Warum muss ich euch ja nicht erzählen? Hier macht man dann schön am Wasser irgendwie was hin, ne? Ich kann den zwar absperren. Ich habe schon gesehen, dass hier so Holzzäune, ne? Kann ich hier setzen irgendwie so, ne? Dann kann da nämlich keiner durch, so. Meintest du das mit absperren? Nee, ne? Ah, warte mal, dann können wir hier gleich ein Gehege hinsetzen, oder? Ein schön, richtig schön großes Gehege hier außen. Das ist so für die ersten Leute, die hier so reinkommen. Da sind hier so... Ja, warte mal, wir machen das mal so. So, wir machen das mal hier so hin, so und dann so. Das ist ja dann gleich ein erstes Gehege, ne? Also. Dann kommen keine wütenden Leute. Den Eingang absperren. Achso, ich soll mal nochmal zumachen, ne? Schließen. Aber dann kann ich eigentlich auch pausieren. So, weil dann läuft die Zeit nicht weiter, weil dann mache ich ja Minus, ne? Okay, wir machen mal eben Pause und bauen mal erst ein bisschen, ne? Vorher trinken wir noch was. Greta hat mal zu Tycoon für den DS gespielt. Der Zoo war direkt geöffnet. Und da haben die alle gemacht, dass da nichts ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, bei jedem Parksimulator-Spiel ist es so, dass das von Anfang an immer standardmäßig geöffnet ist. Und dann kommen die ganzen Leute rein und maulen rum, weil du noch nichts hast. Aber in jedem Spiel ist das so, dass es nicht... Warum ist denn da kein... Wie schwer kann es denn sein, dass man den Park standardmäßig schließt und man dann selber aufmachen muss? Oder ist das dann so eine Hürde, wo dann die Leute drüber stolpern und sagen so, huch, da bin ich aber drüber gestolpert. Ne? Weiß ich nicht. Laura schreibt gerade, sie findet die Streams mega angenehm von der Stimmung her. Danke, dass du trotz deines Vollzeitjobs diese Zeit dafür nimmst. Ja, gerne. Mir macht es ja auch total Spaß, sonst wäre ich nicht hier. Ist manchmal ein bisschen Struggle. Habe ich jetzt gerade zum Beispiel auch mit den Aufnahmen und so. Aber hey, wenn es geht, dann machen wir das. Und ihr wisst ja, wie der Deal ist, ne? Wir machen das immer so, wie es passt. Und dann wartet ihr manchmal halt einen Tag länger auf eine Folge oder irgendwas. Und deswegen habe ich ja die 2 Streamtage fix. Weil die möchte ich auf jeden Fall immer streamen. Weil ey, mir macht es ja auch riesig Spaß mit euch, ne? Also das wollen wir ja gar nicht. Mir macht es ja auch sehr viel Spaß. Vielen lieben Dank. Mit dem Abstand der Zaunpfosten ist der Zaun auch besonders stabil und hält jedes Tier auf. Ja, ja, hier dieser langgezogene Zaun hier, ne? Ja, ey, das ist hier nur so ein kleiner... Da kommen nur so... Was kommt denn da rein? Warte mal, wir brauchen doch ein Tor, oder? Brauchen wir nicht auch ein Tor? Hier. Tor für das Personal. Genau, die gehen hier. Da geht das Personal rein. Und dann muss ich doch auch hier... Hallo Chalka! Einen schönen Urlaub. Ja, ich hatte ja nur 3 Tage Urlaub und dann eine Woche Seminar, Schrägstrich Urlaub. Aber ja, es waren sehr schöne 1,5 Wochen. Vielen Dank für die Nachfrage. War wirklich sehr schön. So, Shinchan, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen in der Community. Schön, dass du da bist. Oh, Shinchan. Kennst du noch diesen... Habt ihr jedes Mal irgendwann mal Shinchan geguckt? Also diesen... Da gab es immer so ein Anime. Oder gibt es immer noch? So. Ach so, Annika. Ja, kannst du gerne mal machen, wenn du mal Lust hast. Aber ich muss dir noch so viel zurückschicken, Annika, noch. Da müssen wir so noch mal... Ich habe ja... Also... Ja, machen wir mal. Aber ich muss dir erst noch mal ein paar Sachen zurückgeben. Ansonsten immer gerne, ne? Du wirst für kleine Pferde in dem Gehege. Ja. Chalka, wenn es dir nichts ausmacht, wir können ja am Donnerstag vielleicht Talkie-Donnerstag machen. Und dann können wir nochmal im Detail drüber reden, was so los war. So, Shinchan. Ist es wegen Shinchan? Also ist es eine Anspielung auf den... Oder hattest du dieser kleine Bengel da? Kennt ihr das nicht? Oh, ich hab den gehasst. Der so ein kleiner, frecher Rotzlöffel ist. Ja, auf den Anime. Boah, ich fand den immer super frech.
Hier gibt es doch auch Zuschauertribünen, oder? Muss man hier nicht Zuschauertribünen bauen, damit die Leute sich das angucken können? Ich dachte ja. Picknicktisch, Futterautomat. Das klingt gut. Und genau, ein Spendenautomat brauchen wir immer, ne? Ein Spendenautomat. Oder? War das nicht das mit Spenden? Nee, das war in einem anderen Spiel, oder? Doch, hier Spendenkasse. Genau, den machen wir hier daneben. Das war Zoo-Tycoon. Zoo-Tycoon. Zoo-Tycoon habe ich nie gespielt. Ja, das war bei Rollercoaster Tycoon 3. Hast du auch für die ganzen Tiergehege so Tribünen. Also brauche ich die hier nicht? Oder was? Die Leute kommen... Also nicht, dass ich hier irgendwas hinbauen muss, damit die Leute sich überhaupt die wunderschönen Tiere angucken und dann habe ich nichts, sondern kommen hier lautstarke Beschwerden, so nach dem Motto, ja, was ist das für ein räudiger Park? Da kann man sich ja nirgendwo hinsetzen. Der Parkbesitzer ist ja wohl komplett gelähmt und so. Das würde ich gern vermeiden, ehrlich gesagt. Also, natürlich.